Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Meet the County Life 2 Projekt zusammen mit den Herren mit den Herren Kollegen auf jeden Fall. Mit den Herren Ludwig. Warum verwechsel ich immer den Namen? Das regt mich auf. Ja, auf jeden Fall sind wir da zusammen mit ihm am Dreschen. Ich weiß zwar nicht, wo der Herr Kollege gerade unterwegs ist. Ah, der ist da vorne im Trecker, glaube ich. Ja, da ist er. Und ja, ich bin ja noch am Ernten, wie in der letzten Folge. Und ja, dann schauen wir weiter, was wir noch zu machen haben. Übrigens, das die 10.000, was ich zahlen habe müssen, haben wir wieder zurückbekommen, weil das habe ich schon überwiesen, hat er in seinen Unterlagen nachgeschaut. Und ja. Jo, jetzt haben wir noch ein paar Bahnen, da sind wir fertig. Und da müssen wir schauen, was wir noch so zu machen haben. So, der letzte Bahnhof. Ganz stehen bleiben, Ludwig. Ja, dann bleibe ich stehen. Wo ist eigentlich der Schneidwerk? Ach, da drüben ist der Schneidwerk, das war... Ja, da im Grünen. Ja. Können wir hier gleich schön grubbern. Ups! Also, warte. Schöner Schlammer, ne? Wow. Den Drescher wollen wir eh loswerden, ne? Also. Den Rest melden wir da Versicherung. Genau. Muss ich auszahlen, die Prämie, was wir sonst nicht mehr zahlen. Jo, ich würde sagen, willst du verkaufen oder fährst du den Drescher auf den Hof? Dann fahr ich verkaufen. Oder willst du jo. Drescher fahren? Nee, ja, ist mir eigentlich egal. Dann. Jetzt schön zum guten wohin? Der gute Reifeisenmarkt bietet mal wieder das Beste. Reifeisen, das ist jetzt an was? Sojabohnen? 1622 beim Reifeisen, dann mache ich mich da hin auf den Weg. Jo. Wir sehen uns am Hof. Jo. So, dann machen wir uns einmal auf den Weg. Dann passt es. Entgegenkommt muss eh keiner. Bisschen schwer mit seinem großen Fahrzeug. Und dann geht's. Irgendwie ruckelt's da. Ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen viel schlaglicher. Jetzt kommt Bernds entgegen. Ah, der Herr. Der Polizist.
gerade wird wieder fleißig gebaut. Ah, da fängt jetzt einmal schreien an. Das schon dir. Ich bin gerade an der Einfahrt vorbeigefahren. Ah, da kann ich ja gleich das Reib essen. So. Dann schauen wir mal. Und auch knapp 18.000. Und dann machen wir uns zum Ludwig auf den Hof. Da ist ein schöner Parkplatz oder was das wird. Schauen, was auf dem Hof so ansteht. Ob da noch Obern oder Ansehen ansteht. Und ja, so geht es eben dahin. Schön in der Innenansicht. Vorne, draußen ist ein bisschen kalt. Machen wir das Fenster zu. Jetzt dahin. So. Und schauen wir. Sämtlich auf dem Hof. Schauen, ob der Ludwig auch schon auf dem Hof ist, aber ich glaube nicht, damit er so schnell ist mit dem Drescher. ...10 km/h natürlich. Standbild kurz. Eieiei. So, dann schauen wir mal, damit wir da oben kommen. Geht sie natürlich wieder nicht aus. So, jetzt auch noch. Stellen wir den Hänger natürlich schön wieder da her, wo er gestanden ist. So. Jo, da unten kommt da schon der Ludwig. Und den warten wir mal auf ihn. So. Dann werden wir mal schauen, was jetzt da so wäre. Oh, dann hallo. Ja, grüß Gott. Bin auch mal da, ne?
Ich würde sagen, erstmal ein bisschen sauber machen. Jo. Vor allem aber die Tür ist ja noch offen, so, warte mal hier. So. Fahr mal ein Stückchen vor, bitte. Gerne. Da hört man schön die Luftbremsen. Hinten schön der Schneider. Ja, eine leichte Abnutzung sieht man schon. Ja, also der Verschleiß ist bei so alten Maschinen dann doch sehr hoch irgendwie, ne? Ja. Spritfresser ist er auch, ne? Also mehr als ein Viertel ist schon rausgeballert. Kannst du einparken? Ja. Was steht denn als nächstes überhaupt an? Ja, wir müssen ja erstmal auf dem anderen Feld grobern und dann wieder sehen. Und was steht da an? Hier sehen. Wollten wir Hafen. Ja. Wir parken wir jetzt am besten verschneit direkt ab. Das ist der Grober, da ist die Seemaschine, da müssen wir zuerst den Tiefenlockerer oder was wegfahren, den Grober zumindest einmal. Ah. Wir könnten ja vielleicht unten bei der BGA in dem Gebäude, da könnten wir auch was parken, oder? Ja, auf jeden Fall, weil das ist so, wie es da steht. So. Müssen wir gleich mal gucken, wie voll die Biogasanlage ist. Jo. Ich gucke mal kurz. Mensch, die ist ja schon wieder fast leer. Ja, dann. Jalla ab, was? 20.000 noch. So, das Schneidwerk packe ich hier ein. Sind das ja komischer. So, was haben wir jetzt gesagt, soll ich ansehen? Hafer. Ja. Saatgut haben wir noch, habe ich gesehen, die Paletten. Ja. Kann uns also die Maschine aber bei Hafer. Ja, das sollte die können. Klee, Weizen, Gerste, Hafer da. Steht bis in den Weg hier der Schwade, oder? Ja. Ich weiß zwar nicht, wer die Seemaschine reingepackt hat. Ich glaube auch, dass unsere eine Wiese wieder erntereif war. Was für eine Wiese? Ah ja, da wo sie das letzte Mal waren. Ja, ja, da waren sie, glaube ich, noch gar nicht auf meinem Hof, als das letzte Mal gemäht wurde. Dann sehe ich das, glaube ich, einmal an da. Wenn ihnen das nichts ausmacht. Nö, nö. Ich glaube, ich bereite mich gleich zum Grubbern vor, ne? Ja. So, dann stellen wir mal die Seemaschine hin da. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir GPS drauf haben. Auf dem Trecker oder nicht? Und jo. So. Würde ich sagen, machen wir mal die erste Bahn. Jo, da hat er was zu tun über den Berg. Ist ja eine große Seemaschine. Jo. Da haben sie sich aber nicht lumpen lassen bei der Seemaschine. Nee, nee, die war sogar ein bisschen im Angebot, also da dachte ich mir, muss ich schauen.
nicht, ob es im Angebot ist. Ja, aber war wahrscheinlich trotzdem eine der teuersten Maschinen, die wir hier auf dem Hof haben. Okay. Also, ich glaube, sie ist auch mehr wert als unser Drescher. Ja, das auf jeden Fall. So, meine lieben Freunde, aber dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.